Nach 20 Jahren stieß die Deponie Verwall an ihre Kapazitätsgrenzen. In St. Anton wurde mit der Maienvasendeponie eine Alternative zur Lagerung von Boden aus Hub geschaffen. Das ist ein Projekt der Gemeinde, das wir aber an die EWA abgegeben haben. Der betreibt es, die übernimmt da die ganze Verantwortung, Logistik und was halt alles dazugehört. Und der Pfeiffer Norbert vom EWA, das ist der Betreiber sozusagen. Das Lagervolumen umfasst 260.000 Kubikmeter. Es handelt sich hiermit um eine relativ kleine Deponie, aber für den Standort St. Anton, für die Gemeinde St. Anton umso wichtiger, weil die nächste Deponie erst mittelfristig in Zams sein wird, die zu erreichen ist. Errichtet wurde die Maienvasendeponie bei wenig frühlingshaftem Wetter. Das Erste, was wir angefangen haben, waren die Rodungsarbeiten. Ja, dann ist die Firma Abler von Fliers gemacht. Dann hat man jetzt intensiv angefangen mit der dritten Fahrspur, mit dem Linksabbiegestreifen und mit dem Herrichten der Einfahrtssituation und der Plattform, wo dann die Deponieinfrastruktur aufgebaut wird, wie die Waage und der Container und die Reifenwaschanlage. Die neue Deponie bietet zahlreiche Vorteile. So werden durch eine Lagerung vor Ort einerseits die Baukosten reduziert, aber auch ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Die letztgelegene Deponie in Zams, das sind 1 Million Kilometer, was man mit dem LKW zurücklegen muss, dass man das Material, was wir dort deponieren können, unterbringen. Auch wenn die Vorteile auf der Hand liegen, sind Projekte dieser Art im Vorfeld stets mit jeder Menge Genehmigungen verbunden. Ja, man kann sich vorstellen, dass heutzutage im Sinne vom Naturschutz das relativ aufwendiges Verfahren war. Also wir haben sowohl ein Naturschutzrechtliche Genehmigung braucht, als auch eine wasserrechtliche und auch eine nach dem Abfallwirtschaftsgesetz. Die Genehmigungen und der Bau sind geglückt und die Maienvasendeponie kann ihrer Bestimmung übergeben werden. Die Deponie wird während der Bausaison geöffnet sein. Auf Sonderwünsche, also wenn jemand größere Mengen bringt, werden die Öffnungszeiten verlängert. Außerhalb der Bausaison wird die Deponie mit einem Zaun verschlossen sein. Die Einfahrt wird durch einen Schranken gesichert und durch eine Überwachungsanlage.